Abgefälscht, das ist die Möglichkeit. Und jetzt Nachschuss, Kopfball. Und da ist er, nicht im Tor. Nein, oder doch, nein. Was ist denn das? Tor, 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 Tor. 90 plus X. Tor, Tor, Tor. 90 plus X. Tor, Tor, Tor. 90 plus X. Tor, Tor, Tor. Hier ist Wiersen Lübeck, Dr. Thorsten Philips. Und Max Blumberg verantwortlich für das Ganze hier. Besser bekannt als Max und Toto. Und wir wollen auch gleich in Medias Res für Sie analysieren, wie war das jetzt mit den Bayern? Sind die Bayern in der Krise? Oder muss man eigentlich sagen, mit 4 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze kann man nicht von Krise sprechen. Es war auf jeden Fall eine bewegte Woche für die Bayern. Und gestern dann dieser Sieg. Aber er war doch relativ knapp gegen die Freiburger, oder? Ja, sie haben ja auch unter der Woche gegen Kiel verloren im DFB-Pokal. Gegen Freiburg war ein bisschen so das Gleiche zu sehen wie in den letzten Spielen. Die Abwehr stand wieder zu hoch, wie wir schon in der letzten Folge angesprochen haben. Dadurch sind auch ein paar gefährliche Chancen für die Freiburger entstanden, die dann immer nicht genutzt wurden, und den Bayern Glück gehabt, dass sie das Spiel noch gewonnen haben. Ja, genau. Man könnte eigentlich meinen, dass Hansi Flick lässt sich da auch jetzt nicht einfach reinreden. Das haben ja schon andere auch gesagt jetzt im Nachhinein. Die Bayern-Abwehr steht zu hoch, aber letztlich sind es natürlich auch die Abspielfehler, die dann eben die Abwehr in die Bedrängnis bringen. Ja, und ist ja vielleicht auch ein bisschen stolz von Hansi Flick. Sie haben letztes Jahr mit dem Spielsystem das Triple gewonnen, und dann will er vielleicht mit dem Spielsystem auch festhalten und das auch weiterführen. Aber natürlich im Mittelfeld entstehen die Fehler, durch die dann die Fehler in der Abwehr entstehen. Richtig. Und wenn wir uns das Spiel gegen Freiburg ansehen, es war keine Bayern-Dominanz, aber es war ja zumindest ein Sieg, obwohl kurz vor Schluss hätte es wieder ein Unentschieden sein können. Da hatten die Freiburger nochmal die ganz dicke Chance zum Ausgleich. Ich glaube, es war ein Unterlattenkracher sozusagen, der da gerade nochmal nicht hinter die Torlinie gegangen ist. Freiburg hat auf jeden Fall nicht schlechter gespielt als Bayern, war auf Augenhöhe. Bayern hatte mehr Ballbesitz, aber dann kann man das Spiel nicht festmachen. Und dann hat Freiburg am Ende noch Pech gehabt. Sie hätten den Ball eigentlich reinmachen müssen. Pedersen hätte einen Doppelpack machen können gegen seinen Ex-Club. Hat mal dann leider an die Unterkante der Latte gehauen. Und dann ist der Nachschuss von Höfler auch noch vorbeigegangen. Aber kann man nicht ändern, und Freiburg hat sehr gut gespielt. Und wir schauen auf den VfB Lübeck, müssen auch nochmal zurückschauen auf das Spiel gegen Waldhof Mannheim, denn das Spiel gegen Hansa Rostock ist ja abgesagt worden. Max, wie war es gegen Waldhof Mannheim? Was ist dir da aufgefallen? In der ersten Halbzeit hatte man große Probleme, hatte keinen einzigen Torschuss bis am Ende. Waldhof hatte nicht so Probleme, und da kann man schon von Fehlern auch bei Lübeck sprechen. Diesmal nicht so dieses typische, dass erst in der zweiten Halbzeit der Einbruch kam. Diesmal war es eigentlich andersrum. In der zweiten Halbzeit hat man ein paar Chancen, 2 oder 3, also auch nicht wirklich viele. Und das, obwohl Waldhof Mannheim ja ein Mitkonkurrent gegen den Abstieg sozusagen ist und jetzt nicht eine Mannschaft wie Hansa Rostock, die eben oben vielleicht noch um den Aufstieg eben mitspielt. Das Spiel wurde dann ja abgesagt, und das sagt Trainer Rolf-Martin Landerl dazu. Aber ich finde das in Ordnung, wenn man so entscheidet, und wir akzeptieren das in dieser Form natürlich auch. Und jetzt hören wir, wie Rolf Landerl das Ganze einordnet. Ja, die eine englische Woche mehr, die wir jetzt haben, zusätzlich ist natürlich so, dass wir jetzt dafür keine englische Woche haben. Wir werden die Zeit jetzt nutzen, die 2 Tage zu regenerieren und uns ab Anfang nächster Woche dann intensiv auf das Spiel in Saarbrücken vorzubereiten. Ja, so gesehen, ja. Man kann es eh nicht ändern, es ist so wie es ist. Wir machen das Beste draus und schauen nach vorne. Schwierige Zeit beim VfB, das weiß auch Rolf-Martin Landerl. Wir haben ja nun auch gehört, dass es finanzielle Probleme gibt. Heute Abend ein großes Treffen, und es darf spekuliert werden, was da passiert. Meine Prognose, es wird wohl einen Abschied von einigen Spielern geben. Der Kader ist mit 29 ja auch recht komfortabel, wollen wir mal sagen. Max, wie siehst du das? Also man kann den Kader auf jeden Fall kürzen, vor allem während man finanzielle Probleme hat, um auch die Gehälterliste zu kürzen. Ich denke, es werden so 3 bis 6 Spieler ungefähr weggehen, da mit einem 23-Mann-Kader man immer noch gut aufgestellt ist für die dritte Liga. Und meine Spekulationen sind Hopp, Schlippert und Weismann, die auf jeden Fall gehen werden, da sie unzufrieden sind.
Genau. Man muss auch sagen und erwähnen, damit hier nicht ein falscher Eindruck entsteht, eigentlich ist der VfB Lübeck doch verhältnismäßig unschuldig an dieser ganzen Situation, denn die Tatsache, dass man bei der Verteilung der Gelder und der finanziellen Hilfen den VfB einfach leer ausgehen lässt, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, die bekommen Hilfen, nämlich die Mannschaften, die im vergangenen Jahr schon in der dritten Liga waren, aber die Mannschaften, die im vergangenen Jahr nicht in der dritten Liga waren, da sagt man, ja, die haben ja keine Vergleichsgröße zum vergangenen Jahr und da gibt es kein Geld. Für mich völlig unverständlich. Wie siehst du das? Für mich auch. Ich finde, sie sollten auch genauso viele Gelder bekommen wie die anderen auch. Und sie sollten genauso eingeordnet werden wie bei den anderen Vereinen. Denn sie sind Teil der Liga und sie sollten dann keine Nachteile bekommen, nur weil sie gerade aufgestiegen sind. Ja, wir kommen zum Handball und da erstmal das Positive. Juri Knorr hat 4 Tore im ersten Spiel gegen Uruguay geworfen und hat sich offenbar noch nicht infiziert. Im Moment muss man wirklich sagen, Gott sei Dank, das Spiel gegen Kap Verde wurde abgesagt. Eigentlich nur folgerichtig, oder? Ja, kann man schon sagen, denn mit den vielen positiven Tests von Kap Verde ist es eigentlich unverantwortlich, das Spiel stattfinden zu lassen. Deswegen richtige Entscheidung, das Spiel abzusagen. Und eigentlich ist meine Meinung, hätte das Turnier gar nicht stattfinden sollen, das einfach ein zu großes Risiko für viele Menschen ist. Das sehe ich ganz genauso und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Und ich glaube, das sehen auch viele so. Ich habe versucht, Stimmen aus der Handballszene zu bekommen. Keiner wollte sich dazu äußern. Ich glaube, unterm Strich sind alle ein bisschen unzufrieden mit dieser Situation. Und Teams wie VfL, Lübeck, Schwartau, die haben jetzt eine längere Phase, um sich auf ihre Liga wieder vorzubereiten und in der zweiten Liga anzugreifen. Dort sagt Captain Martin Waschul Folgendes. So eine Vorbereitung, die natürlich erstmal um die athletischen Fähigkeiten oder ja Sachen wieder aufzutrainieren. So 10 Tage Pause taten jetzt wirklich gut und dadurch durch Corona sind natürlich auch noch nicht alle da. Einige sind bei Nationalmannschaftslehrgängen und das heißt, ich denke, die erste Woche wird erstmal wieder reinzukommen und dann wird das sukzessive gesteigert. Ja, was heißt motivieren? Ich meine, im Endeffekt ist es ja unsere Aufgabe zum Rückrundenstart beziehungsweise wieder fit zu sein und deswegen denke ich, wird da genügend Motivation sein, uns in den Sachen zu verbessern oder aufzuarbeiten und manchmal macht es auch Spaß, nicht den Druck zu haben, am Wochenende spielen zu müssen. Ja, wie gesagt, äußern wollte sich niemand zu der Frage, soll die WM eigentlich stattfinden oder nicht, beziehungsweise jetzt fortgeführt werden oder nicht. Warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Wir wünschen natürlich trotzdem unserem Juri Knorr alles Gute. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem richtig guten Ereignis, was in dieser Woche passiert ist, nämlich dem fulminanten 3. Platz von Igor Wandke bei einer quasi Weltmeisterschaft, kann man schon sagen. Zumindest ist ihm jetzt die Olympia-Qualifikation nicht mehr zu nehmen. Max, wie hast du das aufgenommen? Ist natürlich ein großer Erfolg auch für Deutschland. Mit Igor Wandke hat man einen guten Sportler, der auch einiges leisten kann bei Olympia und Deutschland sehr gut repräsentieren kann. Genau, alles Gute. Igor, er ist im Moment nicht in Lübeck, er ist ja ein Lübecker Jung und seine Familie ist mächtig stolz auf ihn. Ich konnte Gott sei Dank mit ihm auch nach diesem Erfolg sprechen und auf die Frage, wie es ihm denn jetzt geht, sagte er mir erstmal Folgendes. Die körperliche Anstrengung ist jetzt so langsam verflogen, dass ich mich da erholt habe, aber mental bin ich noch müde. Das wird noch ein paar Tage dauern, bis ich mich da erholt habe. Ja, Igor, wie trainierst du derzeit überhaupt? Durch Corona ist ein normales Heimtraining gar nicht mehr so möglich. Wir trainieren oft konzentriert mit der Nationalmannschaft, was halt auch immer in Bubble-Situationen dann ist. Also wir erzeugen jedes Mal eine neue Blase mit sich Corona-Tests, was halt auch sehr anstrengend ist. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit, in der momentan Training stattfindet. Ja, die Trainingsbedingungen, das moniert Igor, sind eben hier in Deutschland nicht so gut, weil wir es eben mit Corona ernster nehmen als andere. Ja, andere Nationen haben da Vorteile. Die sind grundsätzlich in abgeschlossenen Systemen oder es gibt halt auch die Nationen, die gesellschaftlich Corona mehr oder weniger ignorieren, zu Lasten der Älteren und der Risikopatienten. Da geht aber das Leben in Anführungsstrichen normal weiter. Genau, und dann wollte ich natürlich wissen, wie gut ist er denn jetzt gerüstet für Olympia? Mit dem Resultat habe ich jetzt die Möglichkeit, mich nur auf Olympia vorzubereiten. Ich muss jetzt nicht noch versuchen, weiter internationale Punkte zu sammeln, um die Quali abzusichern. Das habe ich jetzt endgültig geschafft. Das gibt mir halt den Luxus, weil halt unter den Corona-Bedingungen
man mindestens 3 Tage vorher anreisen muss, man mindestens 4 Corona-Tests haben wird, was alles viel Zeit frisst, auch in der man halt nicht trainieren kann, sondern Stillstand hat und irgendeine Quarantäne immer absitzt. Das ist jetzt Zeit, die ich mehr habe, um trainieren zu können. Und mit dem Ergebnis habe ich gezeigt, dass ich einer der erweiterten Medaillenkandidaten in Tokio bin. Ja, vielen Dank, Igor Wandke, Lübecks Vollblutsportler. Er will alles dafür tun, eine Medaille für Deutschland, für Lübeck zu holen. Ja, über Bayern München haben wir schon gesprochen. Über wen wollen wir jetzt nochmal sprechen? Denn wir wollen ja hier die wichtigsten Szenen und die strittigsten Szenen auch nochmal zusammenfassen. Max, was ist dir da aufgefallen? Beim Spiel Stuttgart gegen Gladbach, beim Topspiel, gab es in der 96. Minute einen Elfmeter für VfB Stuttgart, womit dann das 2:2 gefallen ist. Für mich ganz klar kein Elfmeter. Hat der Schiedsrichter Felix Brich zuerst auch richtig gesehen, aber dann gab es einen Eingriff von der Videoassistentin Bibiana Steinhaus, die gesagt hat, dass Brich sich das nochmal angucken soll. Und da liegt ja schon der Fehler. Ich meine, du weißt, wovon du sprichst, du bist Schiedsrichter, ich nicht. Aber sie hätte ja gar nicht eingreifen müssen, denn es handelte sich nicht um eine klare Fehlentscheidung. Das war schon mal der erste Fehler. Der zweite Fehler war dann, dass die Berührung von Waldemar Anton an den Stürmer vom VfB, Sasa Kalajdzic, nicht gesehen wurde. Und nur durch die ist er sozusagen in Benze Baini gefallen, der dann Kalajdzic umklammert hat. Das hat Steinhaus nicht gesehen, sowie Brüch nicht gesehen am Monitor. Und Steinhaus hat ihn auch nicht darauf hingewiesen, dass irgendwas vorgefallen sein könnte. Das ist dann schon ein Absprachefehler und darf nicht allzu häufig passieren, denn sonst die Kritik, die schon am Video was ist, die wird dann noch größer. Genau, keine glückliche Situation. Dennoch unter dem Strich müssen wir auch festhalten, der Videobeweis leistet auch vieles für die Gerechtigkeit im Sport, wenn es um besonders Abseitsszenen und so weiter angeht. Ja, was können wir sonst noch sagen jetzt über die Liga Bayern München? 4 Punkte vor, obwohl sie jetzt nicht geglänzt haben, aber es hat gereicht, weil die anderen nicht gewinnen konnten. Also weder Leipzig bei Wolfsburg, das war ein sehr hartes, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja, viele Nicklichkeiten auch von beiden Seiten aus. Ja, auch eins der härteren Spiele an diesem Spieltag. Und es endete dann mit einem Unentschieden, sodass Leipzig nicht weiter nach vorne angreifen konnte und auch Wolfsburg so ein bisschen stecken blieb. Und auch die Dortmunder, das war natürlich, ohne dass man sie zu sehr angreift, aber es war doch schon enttäuschend, mit so vielen Chancen dann nicht gegen Mainz zum Tor zu kommen. Ja, in der ersten Halbzeit nach 2 Minuten gab es auch eine Szene, wo es schon ein Tor war, aber dann durch den Videobeweis zurückgenommen wurde, war auch die richtige Entscheidung, denn der Außenspieler von Dortmund stand da klar im Abseits. Ja, und vielleicht von dir noch ein kleines Lob an deinen Torwartkollegen. Du bist ja auch selbst Torwart ansonsten im Spiel. Der hat da schon Großartiges geleistet im Mainzer Tor. Ja, Zentner ist sowieso auch ein sehr solider Keeper, hat auch sich an Florian Müller vorbeigekämpft und den Stammplatz errungen und leistet wirklich sehr Gutes im Tor und hat schon einige Punkte für Mainz gerettet. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie das noch weitergeht. Jetzt in der Bundesliga, das waren Max und Toto, Max Blumberg und Dr. Thorsten Philips. Verantwortlich für diese Sendung. Dankeschön.